Welche Eigenleistungen kannst du beim Fertighaus selber machen? Eigenleistung, Muskelhypothek. Da spart man doch was. Naja, wenn du Handwerker bist, dann kennst du dich aus, dann ist das Video überhaupt nichts für dich. Die Leute, die selber noch nie was gemacht haben, für die schauen wir uns heute einmal an, was ist generell möglich zu machen, was darfst du machen, was kannst du, was sind die Vorteile, die Nachteile und am Schluss habe ich noch ein paar Tipps für dich. So, was ist jetzt überhaupt möglich? Nur im Endeffekt kann man fast alles selber machen, aber die meisten Gewerke, was die Leute selber machen, sind die letzten. Die sind Innentüren, Bodenbeläge, Fliesen, Malen, Spachteln, Sanitärobjekte. Bodenlegen und Weißeln ist noch relativ einfach. Innentüren, Sanitärobjekte, Spachteln, das trauen sich dann schon ein bisschen weniger zu, aber theoretisch ist das und auch noch viel mehr machbar. Was darfst du jetzt überhaupt machen? Und theoretisch ist dein Haus, du darfst alles machen. Ja, aber um das geht's gar nicht. Es geht um das, manche Fertighausfirmen mengen das nicht oder lassen das nicht zu, wenn du zwischen zwei Arbeitsschritten was machst. Ist natürlich zum einen die Thematik, du kannst das, wenn du die vielleicht verschätzt, du hast einen Krankheitsfall, du kommst nicht dazu, wenn du deine Gewerke, natürlich die anderen Gewerke aufhalten, produziert das eventuell Kosten. Und es ist auch noch die Thematik, dass die Fachfirma natürlich deine Arbeit abnimmt, indem sie da drauf geht, was auch nicht viele Firmen haben mehr. Das heißt, man muss da auf alle Fälle abklären, was die Firma zulässt und was zum Beispiel auch ein interessantes Paket ist, das ist Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär. Da muss man unbedingt nachfragen, weil das möchte auch nicht jede Firma, dass man das trennt. Nun, was kannst du? Ja, eigentlich musst du es selber wissen. Na, Spaß beiseite. Die Frage ist natürlich, hast du EPSI schon mitgemacht oder hast du jemanden, der dir vielleicht hilft? Manche Arbeiten können auch vielleicht angeleitet werden oder wenn du auch Profi mit dabei ist aus dem Bekanntenkreis zum Beispiel und dir sagt, was du es machen musst, geht vielleicht auch viel mehr rein. Das musst du aber bitte vorher abklären, weil ganz ein wichtiger Tipp in dem Fall, übernimm dich nicht. Vor allem auch zeitlich. Was sind jetzt die Vorteile von Eigenleistung? Nun klar, der allerwichtigste Vorteil ist, du sparst Geld. Warum sparst du Geld? Nun ja, logischerweise ist eine Fertighausfirma natürlich auch nicht die günstigste Firma, wo das ausführt. Du hast halt gewisse Vorteile durch das. Du hast einen Ansprechpartner, den Bauleiter, du hast eine Firma, die wo die ganze Haftung übernimmt. Du kriegst schnell einen Preis und musst dich nicht irgendwo einholen. Das Ganze geht deutschlandweit, also du musst jetzt nicht, sagen wir mal, du erinnerst dein Grundstück irgendwie mal ein anderes Unternehmen schauen. Deswegen ist ganz klar, das günstiger. Was ist ein weiterer Vorteil, wenn du Eigenleistung machst? Du bist für individueller, du bist nicht nur auf das Programm vom Fertighaushersteller gebunden, sondern du kannst im Endeffekt jede Firma nehmen, du kannst jetzt Produkt nehmen, du bist komplett frei. Was noch ein kleiner Vorteil ist, aber auch nicht unerwähnt, es ist schön mit Freunden und Verwandten Zeit zu verbringen, die wo dir helfen, du lernst recht viel, es ist auch ein sehr gutes Gefühl, wenn du selber was gemacht hast in deinem Haus und das ist natürlich auch ein gewisser Stolz, den man dann auch hat. Sollte in deinem Freundeskreis auch ein Handwerker sein, kann es sogar sein, dass du in Eigenleistung die gleiche Qualität kriegst, wie wenn du eine Fachfirma beauftragt hättest. Was sind mögliche Nachteile für Eigenleistungen? Nun, du wirst länger brauchen wie eine Firma. Wenn du vielleicht an Freunde angewiesen bist, haben die nicht vielleicht auch immer gleich Zeit, wenn du Zeit hast. Wenn du Miete zahlst oder Bereitstellungszinsen, kann sich natürlich auch auf die Kostenauswirkungen. Du hast beim Gewährleistungsfall nicht den einen Ansprechpartner. Du musst natürlich auch für selber organisieren, du hast mehrere Schnittstellen. Freunde, die wo dir helfen, musst du eventuell auch zurückhelfen, was dir im Endeffekt später wieder Zeit kostet. Und wenn deine Freunde vielleicht auch nicht die gleiche Qualität haben wie ein Handwerker, dann wird sie das natürlich auch spürbar machen. Tipp, übernimm die auf alle Fälle nicht. Wenn du ein Handwerk bist oder das Geschick einfach hast, dann brauchst du die Tipps sowieso nicht. Aber wenn du eigentlich deine Alltagstätigkeit eher im Büro sitzt und du mit dem Bau nicht so viel zum Tor hast, dann ist vielleicht gescheiter, du lässt es. Jetzt vielleicht noch ein paar wichtige Tipps dazu. Lass dir vielleicht die Gewerke auch vom Handwerker vor Ort anbieten. Du hast zwar den Nachteil, dass du den steuern musst, dass du den eventuell nicht wie im Takt kriegst, wie wenn sie die Fertighausfirma komplett macht, aber sie ist mit Sicherheit auch günstiger, weil eine Fertighausfirma womöglich den ganzen Preis, den gleichen Preis in ganz Deutschland anbieten muss. Bestell das Material, wenn du Eigenleistung machst, auch nicht bei der Fertighausfirma. Du kriegst es meistens vor Ort günstiger und eine Fertighausfirma ist natürlich nicht wie ein Baustoffhändler, der wurde sehr flexibel da einen Austausch beschaffen kann, wenn du auf einmal mehr Material brauchst oder du möchtest vielleicht sogar was zurückgeben. Wie schaut es bei dir aus? Möchtest du Eigenleistungen im Haus einbringen oder sagst du, ich bin eher der Typ schlüsselfertig? Egal in was für Fall, melde dich bei mir, wenn du Hilfe brauchst. Ich helfe dir auf alle Fälle gern. Ein Link wird in der Videobeschreibung. Drück dir einfach auf der Homepage zink-fertighaus.de. Ich freue mich von dir zum Hören. Thank you.